Ja, eine ungewöhnliche Location hier in einem Parkhaus mitten in der Altstadt, nicht in der Innenstadt von Hanau. Und wir sind auf dem Weg zum Projekt Kaituma. Kaituma, das ist Sternentrempler mit Frau, ehemals ein buntes Gemix aus Musik und aus Kunstschmuck. Und die Kaituma-Geschichte hat heute fünfjähriges Bestehen, fünfjährige Existenz. Und da ist heute so ein bisschen Feierei angesagt und da latschen wir jetzt gerade hin. Ja, Samira sagt mir gerade, dass der Laden heißt Kaituma und nicht Kaituma. Ich bin da nicht so ganz im Bilde. Mal sehen, wo es jetzt hier rausgeht. Über die Treppe. Du rutschst noch ein bisschen durch. Ralf, dich will ich in der ersten Reihe sehen. Ralf ist der Mensch, der beobachtet es bei mir immer. Manchmal nehme ich ein bisschen zu, ein bisschen mehr zu. Und dann nehme ich ganz schnell ab, wie auf dem Bild da hinten. Dann habe ich in 8 Wochen 20 Kilo abgenommen und das habe ich Ralf zu verdanken gehabt. Also macht mal einen Applaus für Ralf. Wir wollen hoch, hinaus, groß, größer und laut.
Und das hat alles mit der Hallo Leben CD angefangen. Wir wollten irgendwie den CD-Stand bei uns schöner machen. Und die größte Leidenschaft, die Miri und ich teilen, ja nicht die größte, aber zwei andere Dinge. Aber wir gestalten sehr gerne gemeinsam und ergänzen uns da sehr gut. Und ich kam von einem Konzert und habe gesagt, lass uns mal den CD-Stand geiler machen. Zu diesen Gedanken, ich habe eine geile Idee, sagt jemand zu jemand anderem. Und eine geile Idee haben viele, aber die Kunst ist es, die Idee umzusetzen und auf die Straße zu gehen. Hallo Leben, ich wünsche mir was. Ich wünsche mir die Kraft, dass ich nicht wünsche, sondern mache, Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Wie ein Fels in der Brandung zu stehen. Dabei nicht statisch zu sein, will ein Ja, kein Nein, will den Tag, will die Nacht, ich will Spaß sein, nach den Sternen greifen, mich erden, bleiben, die Erde bereiten, schreien und lernen zu schweigen. Da sind Widersprüche, wo doch gar keine sind, längst schon erwachsen, doch wo war ich das Kind, in meiner Mitte die Seele baumeln lassen, leben, vertrauen und lachen. Elemente, Symbiose, keine Grenze, das große, zahnliche Leben an mich selbst und alles geben. Die Sterne unter Erde, eine ganze Menge mehr, den Kosmos in der Ferne und das Leben sich vermehrt. Yeah. Ich stoppe meinen Traum und ich werde hinausgehen. Ich stoppe meinen Traum und ich werde nicht aufgeben. Kommt alles aus dem Bauch raus, nichts aus dem Kauf aus. Tief in meinem Herzen, liebes Lieder, keine Schmerzen. Trotzdem noch so ein bisschen in diesem deutschen Sicherheitsgedanken drin und dann war sie doch noch ein, zwei Mal Probearbeiten und dann hat jemand zu ihr gesagt, als sie sich dann entschieden hat, ja, dass wir das machen und sie sich komplett selbstständig macht, an der Stelle auch danke an Uli, der damals uns beim Businessplan geholfen hat, ja, der hat dann zu mir gesagt, bist du dir sicher, das Leben ist kein Wunschkonzert. Und dann dachte ich mir, du Depp, ey. Jetzt und hier, lass es explodieren. Trau dich, etwas zu riskieren, bevor du bereust.
es nicht getan zu haben. Jetzt und hier, lass es jetzt und hier. Denn das Leben ist kein, sondern ein. Auf das Wesentliche meiner Wesen.
Schritte, ich geh in die Mitte, geh in die Angst, werd sie besiegen und Berge verschieben, jetzt Berge zu Riesen. Gut, Visionen werden Motivationen, voll großen Gedanken auf dem Mond zu tanzen. Das sind Menschen hinter mir, die mir nicht gut tun, die mich frustrieren in Bezug auf die Zukunft. Zu mir, Wegbegleiter, die mich verstehen, mein Bild bereichern. Ich mach mein Weg, weil ich frei bin. Frei im Herz, bin ein Meisterwerk, will zu. Und den Mund haben es zu sagen, bin einzigartig, ein Einzelstück, ein Unikat, das es nur einmal gibt. 1, 2, 3, 4, du bist einzigartig, ein Einzelstück, ein Unikat, das es nur einmal gibt. Steh zu dir selbst, weil du anders nicht. Limitless. Denk an die Kakuma-Schmuckstücke, die hier draußen.